Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Armored Warfare. Und hier mit dem Tier 1 M113, dem schnicken Schmuckstück, seht ihr hier, hat so eine Art Flakkanone. Also da ist ordentlich für Spaß am Mann. Wir gucken uns auch noch mal kurz an. Das ganze Fahrzeug ist schon komplett upgegradet mit Motoren, mit anderen Granatentypen, sogar mit Stoßdämpfern und allem Pipapo, was man so gerne hat. Ja, ich würde sagen, genug der Worte aus der Garage. Wir treffen uns im Spiel wieder. Bis gleich. Und da haben wir also auch ein Matchmaking gefunden. Karte, Port, Storm und sind mit unserem Tier 1 in hier ein Tier 2 Gefecht gekommen. Ist aber absolut in Ordnung, weil das geht mit dem auch noch vernünftig. Die LRV und die Scorpions, die sind nicht so schwer zu durchschlagen. Support Storm, wie gesagt, für mich eine der schönsten Karten, weil ich das Setting einfach schön finde. Ich finde diese Partikel in der Luft, diese Rauchpartikel sind sehr schön. Ja, also deswegen kann ich mich eh sehr gut damit anfreunden. Wir werden diesmal zu dem Hafen fahren, würde ich sagen. Das heißt, hier in diesem Bereich. Unser Kommandant hat erstmal alle eingeschworen. Boah. Hat eigentlich cool, mal so alle Kreuzen zu sehen. Hat ganz cool ausgesehen. So, ihr seht rechts immer die Frames, das ist immer ganz cool, dass man da sieht, wie performant ist das Ganze, was kann euch erwarten. Wie gesagt, mein System, ein i5 3450, Radeon R9 280 und 16 GB DDR3 1333 RAM. Also der könnte ein bisschen schneller sein, aber damit, hoppala, Entschuldigung, keine Absicht, damit seht ihr, mit was ich arbeite. Wie gesagt, achtet hier auch mal ein bisschen auf die Sounds. Schöne, nette Explosion. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Gegner. Zack, schön, steht es 0 zu 2 für den Gegner. Davon ist sehr, sehr viel. Jetzt muss man hier versuchen, da mal ein bisschen was zu reißen. Natürlich ohne drauf zu gehen. Scorpion hinter mir. Ja, das geschafft hat, würde mich jetzt mal interessieren. Den fahren wir jetzt mal schnell nach. Weil ich glaube, mit dem rechnet nämlich keiner. So, der war wichtig. Und lustigerweise, ich bin jetzt hier ziemlich alleine. Die haben uns hier schnellst auseinandergenommen. So, jetzt habe ich einen von hinten. Ja, da hat das Team uns hier... Da hat sich das Team einfach ganz schnell aufbrauchen lassen. Muss man leider gestehen. Das war keine Glanzleistung. Schade, schade. Aber das Match bringen wir zu Ende und machen danach einfach noch eine zweite Runde. Das sollte wohl so schnell, wie das hier dezimiert worden ist, auch nicht lange dauern, schätze ich mal.
Weil das ging wirklich sehr fix. So, der Scorpion. Hier wird gerne mal gekämpft an diesen Vorhang. Ne, Vorhang? Warum ein Vorhang? An diesem Übergang zu diesen Schienen hier. So, Scorpion. Und der andere Scorpion hat es wohl nicht weit geschafft. Ja, also man sieht hier schön die Mechanik der Ketten. Das funktioniert schon sehr gut. Also, weiß nicht, was der hier vorhatte. Ja, das war natürlich ein böses Ende und den einzigen Kill, den wir haben, habe auch noch ich gemacht. So. Hätte jetzt jeder so viele Kills gemacht wie ich, hätten wir gewonnen. Spaß beiseite. Aber wie gesagt, dieses Match, glaube ich, kann man getrost vergessen. Dementsprechend will ich auch natürlich gleich noch eine zweite Runde dranhängen. Ist ja ganz klar. Wir gucken uns aber kurz das Endtableau an. Hier meine Performance. Nochmal in der Übersicht und die Team-Performance. Da sieht man, ich bin mit meinen 741 Schaden auf Platz 2 und von den XP auf Platz 1. Naja, egal, sei es drum. Also, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der zweiten Runde. So, und da haben wir hier also jetzt ein Matchmaking auf der Karte Cold Strike. Schön, dass wir eine andere Karte haben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Man sieht auch hier wirklich sehr schön diese Spiegeleffekte hier hinten. Dieses Gefrorene, ganz cool. Mal hoffen, dass es diesmal eine etwas schönere Runde wird. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal in die Stadt rein. Driver Kraken. So. Ich muss sagen, ich finde diese Einstimmung immer ganz, ganz schön. Finde es auch ganz cool, sobald man eine Frau als Kommandantin hat, dass diese auch die gleichen Befehle gibt. Da sieht man mal, Emanzipation wird groß geschrieben. Auch das finde ich ganz geil, dass man hier wirklich ein bisschen was an Beschädigung machen kann. Ne, da fahre ich noch nicht lang. Fahren wir erstmal hier weiter geradeaus. So, und diesmal bleibe ich hier mal etwas zurückhaltend mit meinem Load hier. Mal den Brümmel danach in seinem Scorpion, weil da vorne tauchen sie auch immer ganz gerne auf an dem Straßenende. Will er jetzt nicht zu sehr alleine marschieren, aber na gut, wenn er jetzt fährt er wieder weg. Wichtig ist natürlich auch hier jetzt kein Highskiller-Let's Play zu haben. Wäre natürlich wunderschön, aber wenn es nicht klappt, wichtig ist mir, dass ihr das Spiel und den Panzer so ein bisschen kennenlernt.
So, den ersten zerstört. Da hat der auf mich gewartet. Hat er clever gemacht. Muss man ihm lassen. Jetzt bekommt aber hoffentlich von den M113 hinter sich gleich eine drauf. Das ist unsere Chance. Den wegzumachen. Ja, das lief doch gut. So wie ich mir das gewünscht hatte. Wir schreiten weiter voran. Mittlerweile natürlich angetrümmelt. Aber wer soll es einem auch verdenken? Sind wir immer ein Load hier. Prümmel bleibt bei unserer Seite, aber ich würde jetzt mal Prümmel ganz gern vorfahren lassen. Der hat ja doch noch ein bisschen mehr Struktur als wir. Ganze 530 an der Zahl. So. Weiter geht's. Die letzten drei stehen hier, oder die letzten fünf, aber drei davon stehen hier links vorne. Die ganzen LRVs und Scorpions. Und rechnen hoffentlich jetzt nicht mit uns von hier. Oh, jetzt bin ich offen. Hoppala. Das war jetzt nicht in meinem Sinne. Wir fahren einfach mal dem Brümmel nach. So, ein bisschen Schaden konnten wir ihm. Gucken, decken wir mal den Brümmel hier in seinem Scorpion ab. Wir cappen auch schon. Na, schade. Wenn er ein bisschen weiter zurückgefahren wäre, dann hätte ich den gehabt. So, zack, zack. So, wo ist der letzte? Wahrscheinlich wird es jetzt ein Sieg durch Cap. Das war doch der LRV, der hier noch rumgegeistert ist, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass der Richtung Basis fährt, um da nochmal zu decappen. Deswegen fahre ich ja der Cobra mal nach. Immer wieder schön, manche Nicknames in dem Spiel. Da ist er. Aber der hat nicht mehr viel. Noch zwei Strukturen, da ist der Sieg. Der war auf jeden Fall deutlich schöner als das Match davor. Und damit haben wir eine Niederlage, einen Sieg und ein bisschen was vom Panzer gesehen. Und das, so soll es sein. Jetzt warten wir natürlich hier noch das Endergebnis ab. So, und da sehen wir es auch schon. Hier ist nochmal meine Performance im Detail und wir schauen uns die Team-Performance an. Und da sieht man, ich habe mich mit 1177 Schaden wacker geschlagen, bin von XP auf Platz 2 gekommen und ich denke, mehr ist für so ein Let's Play nicht zu wünschen. Von dem her hoffe ich, euch hat es gefallen und deswegen bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.